Noch ein kurzer Blick auf die Vorlage und dann kann es auch schon losgehen. Vorbild für die Motive war der britische Streetart-Künstler Banksy. Seine Bilder sind oft mit roten Herzen versehen und versprühen damit eine klare Botschaft. Die Botschaft, die ich in Banksy sehe, ist das Bedingungslose. Einfach mal bedingungslos Freude und Liebe zu teilen oder zu empfangen. Und das ist so mein Wunsch, dass ganz viele Menschen, die hier vorbeilaufen oder stehen bleiben, sich unterhalten, dass die beginnen zu lächeln, dass sie Freude empfinden. Auf dem Platz vor dem Gebäude spielt das Leben vieler Dorfbewohner. Hier werden die neuesten Nachrichten ausgetauscht. Gerade in Corona-Zeiten ist dieses Miteinander noch viel wichtiger geworden. Die Verschönerung der Dorfmitte kommt gut an. Also die Aktion ist einmalig. Also ich bin ganz begeistert. Ich habe es auch gleich weitergeleitet. Also ich finde es ganz toll. Ich finde, es sollte viel mehr solche Wände geben, auch in anderen Städten. Einfach ein bisschen bunt, ein bisschen Farbe. Wenn man hier vorbeigeht, sieht die Herzen, das vermittelt dann mal ein anderes Gefühl als derzeit vielleicht noch stärker immer nur Hass in sich. Vielleicht trägt man dann mal ein bisschen Liebe in sich. Gabriela Hilf übernimmt immer wieder Aufgaben im Dorf und ist als gute Seele der Gemeinde bekannt. Als sogenannte Schiedsfrau sorgt sie beispielsweise dafür, dass Streitigkeiten in der Nachbarschaft schnell aus der Welt geschaffen werden. Genau das weiß auch Verbandsbürgermeister Stefan Feeth sehr zu schätzen. Also ich finde es eine klasse Idee unserer Schiedsfrau, von Frau Hilf, dass sie hier das angeleiert hat und dass hier auch so ein Gemälde entsteht, das so ein bisschen farbenfroh ist. Und es passt, glaube ich, auch ganz gut zu ihrer Rolle hier als Schiedsfrau, so Frieden zu stiften und auch die Menschen wieder zusammenzubringen. Und ich denke, dann passt auch das Gemälde ganz gut dazu. Nach nur 3 Stunden ist aus einer kahlen Wand ein echtes Kunstwerk entstanden. Künstler Rick hat aus der Banksy-Inspiration sein ganz eigenes Werk geschaffen und die Erwartungen damit übertroffen. Also ich bin total glücklich. Es ist so schön geworden, wie ich mir es vorgestellt habe. Eigentlich noch schöner. Also ich bin total glücklich und hoffe, dass auch viele andere mit diesem Bild sich dran erfreuen. Herzensgrüße in die ganze Welt versenden, das ist also das Ziel der kleinen Gemeinde Dannstadt-Schauernheim. Und wer weiß, vielleicht erreicht diese Botschaft auch Vorbild Banksy.